herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind endlich mal wieder am Bilsterberg und endlich, Aaron und ich haben es endlich mal geschafft, ein Video zu machen. Wir haben es geschafft. War ein Kampf mit mir ein bisschen, ne? Ja, Wörthersee. Geht keiner dran eigentlich. Nichtsdestotrotz wird es heute aber umso krasser, weil ich bin der Meinung, wenn alles gut läuft, fahren wir beide mit dem Ding meine persönlich schnellste Zeit bisher auf dem Bilsterberg. Okay. Das wusste ich doch nicht. Schnellste bisher war 1,53 mit dem X-Bo, was ich gefahren bin. Ich glaube, das Auto kann das auf jeden Fall. Ich denke schon. So, komm, ich denk mal rüber. Und auch übrigens mein absolutes Favorite-Auto, wenn ich im Lotto gewinnen würde und würde mir ein Auto für die Rennstrecke kaufen, würde ich mir tatsächlich auch 992 GT3 kaufen. Ja, vor allem, weil es auch optisch wunderschön ist. Killer ist, ne? Also Black. Jeder, der jetzt denkt, das Auto eigentlich viel zu schade für die Rennstrecke, weiß auch jeder, der Harun kennt, wie er mit seinen Autos immer umgeht. Das soll jetzt nicht heißen schlecht, aber du bist halt einer, der benutzt die Autos. Ich fahr. Fahr, ne? Ganz normal, ja. So, weil, ganz easy. Weil ich habe auf jeden Fall schon so die eine oder andere Launch Control Start. Ich selber bin sogar noch Launch angekommen. Launch Control nicht, aber ein Kavalier Start. Kavalier Start, okay. Bin auf jeden Fall diverse Mal schon angekommen, meinte, Alter, bist du eigentlich bescheuert mit dem Ding, weil ist halt doch ein niegelnagelneues Auto. Und ja, man sagt ja auch immer Porsche und Driften, so eine Sache, ne? Aber du, also wenn der Heck kommt, dann zieh ich den. Ist wirklich so, also ich muss mir jedes Mal anhören, dass einer sagt, ja, viel zu schade, aber ich verstehe gar nicht. Wenn ihr von dem Typen auf jeden Fall mehr sehen wollt, wir machen hier deinen YouTube-Channel auf jeden Fall schon mal hin. Aber auf vielen Dank, ja. Da seht ihr nämlich auf jeden Fall schon mal Best of Harun auf jeden Fall. Da ist auf jeden Fall jede Menge witziges Zeug dazwischen. Definitiv, also. Eigentlich ist Harun aber Autohändler. Richtig, genau. Achso, ASG Remscheid, ja. Wenn ihr ein Auto kaufen wollt, ne? Das ist ja richtig. Der auch zu verkaufen? Nee. Nicht? Oder ist beim Autohändler ist auch eigentlich immer so, dass jedes Auto zu verkaufen ist? Also es ist schwierig, Privatautos zu haben bei uns. Mhm. Aber wir machen es irgendwie ein bisschen. Also viel können wir jetzt im Bestand nicht halten, weil wir beachten immer die Preise und hier. Aber das ist das Auto, was ich gerne jetzt für die nächste Zeit erstmal behalten möchte. So. Ich habe ja vorher den Aventador gehabt. Mhm. Oder wir hatten den Aventador gehabt. Das war halt kein Auto, ne? Das war echt kein Auto. Das wäre aber genau meine Frage gerade gewesen, Aventador und den, welches Auto du geiler findest. Vom Fahren her den hier. Ja. Designmäßig Aventador. Ja. Also war ja auch ein SV. Und V12 und 6-Zylinder? Was fandst du geiler? Weil die Dinger klingen schon krass. Also trotz OPF und so finde ich schon, dass die GT3s gut klingen beim 992. Ja, Aventador war halt ein bisschen noch krasser. So. Also würdest du auch soundmäßig auch sagen, fandst du den Aventador auch krasser? Schon. Aber hier ist ein bisschen anders, ne? Der schreit auch. Aber bei dem Auto ist halt einfach, so sagt man. Du kannst alles damit machen, das ist das Ding. Und du kommst überall gut an. Ja. Bei dem Aventador habe ich kaum gesagt, dass es meins oder unseres ist. Ich habe nur gesagt, ja, ich darf den gerade mal tanken, ne? Dann wird es sympathisch. Ja. Da kann man miteinander reden. Aber ansonsten. Machst die Fahrzeugpflege gerade. Tanken mit Fahrzeugpflege. 100%. Also ich habe immer das erwähnt. Nichts anderes. Krass. Den hast du neu konfiguriert und neu bestellt? Oder? So konfiguriert, genauso. Und wolltest auch genauso schwarz, genau alles so. Dezent undercover. Anderes, ne? Kann man bei dem Bremssattelfarbe auch konfigurieren? Ja, also 800 € extra Aufpreis. Aber würde gehen. Und dann jede Farbe, die du willst? Achso, schwarz ist schon Aufpreis. Der hat immer noch normalerweise gelb mit Keramik? Genau. Ach, schwarz, 800 € Aufpreis. Ach du Scheiße. Ich hätte auch die Schrauben gerne schwarz gehabt. Aber du wolltest alle schwarz? Alle schwarz, 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 schwarz. Bis auf rote Lete innen drin und mit rote Gurt. Mhm. Aber alles andere wollte ich schwarz. Also ich wollte auch keinen roten Rand oder so. Zum Thema GT3, immer noch 4,0 Liter das Ding? 4 Liter, 510 PS. Sauger. Ja, aber die streuen meistens nach unten. Ne? Mhm. Leider. Okay. Allerdings, was bei denen ja neu ist mit dieser Doppellenkung an der Vorderachse, bist du den Vorgänger auch mal gefahren? Ja. Und? Also Unterschied so? Ich persönlich sehe da jetzt nicht so einen Riesenunterschied, aber ich bin der Vorgängermodell jetzt nicht intensiv gefahren. Ne? Mhm. Nur was wir jetzt im Bestand hatten, kurz gefahren. Aber der fühlt sich natürlich deutlich anders an. Ja, ne? Ja. Also generell, allgemein. Wenn du den fährst, machst du radikal immer alles aus oder lässt du irgendwie Sport Plus an? Oder? Bei dem an. Ja. An. Immer besser, ne? Bei dem ist an. Ja. Bei dem ist alles aus. Das all off. Ja, E92 M3 auch mega, aber das müssen wir in einem anderen Video nochmal, sonst wird das hier zu viel. Pass auf, wir haben natürlich unsere Wagen mit, weil wir haben neulich beim Gear Collector das Vorgängermodell als GT3 gewogen. Okay. Ich persönlich fand ihn verhältnismäßig schwer. Ich überlege gerade, 1570, glaube ich, waren das, ne? Stimmt, ja. Der wird auch so ungefähr sein. Ich überlege, ob das ein 991 das war, glaube ich, GT3 Facelift RS. RS, ne? War das, ne? 991.2 GT3 RS. Ich meine auch. Paket, glaube ich, wahrscheinlich. So, aber ist auch egal. Bin mal gespannt, was der wiegt. Weil er kann ja eigentlich nicht leichter werden, aber glaub ich nicht. Tank ist leer, voll, mittel. Ist der Tank voll?
Nein. Ihr kriegt ein kleines Pörnchen und dann sehen wir uns beim Biegen. Gleich regnen. Sieht so aus, oder? Ja. So. Also ich weiß wirklich nicht, was beim Gag-Collector da schiefgelaufen ist. Serienmäßiges Auto, auch das, was ich erwartet hätte. Halbvoller Tank, 1466 Kilo. Also effektiv 1400. Ja, das sind, was sind das, 30 Liter? 30 Liter sind 25 Kilo. Nee, 90 Liter. Ja, so nehmt ihr. 14, boah, ist auch warm heute wieder. Irgendwas 14, 20 leer oder halbvoller Tank ist ja immer ein gutes, so wie man halt rumfährt, ne? 1466. Finde ich, also ich persönlich finde es heftig leicht für so ein Auto. Weil überleg mal alleine 20 Zoll. 21 Zoll, die Riesenbremse, Spoiler, ist ja schon so alles dran, ne? Aber bei dem GT3 RS, der, auch, okay, der hat auch Karo. Ja, oder da vielleicht war da irgendwas gerade mit Wagen schlecht, wie auch immer. Weil selbst der E92 M3 von dir, ne, der wird nicht so viel leichter sein. Ey, und ich bin der Meinung, dass wir die Leute... Ja, wir können auf jeden Fall nochmal wiegen, weil ich sage, der wird wahrscheinlich dann irgendwie so 13,90 vielleicht wiegen oder so, ne? Ich sag 13,30. So in dem Dreh, ne? Und das... Krass. Ja, geil. 1466 halber Tank. Ja. Ich würde sagen, Kameras an und jetzt fahren wir. Du fährst auf jeden Fall als erstes. Ich will jetzt erstmal gucken, wie Aro sich fährt. Fährst du Bilzerberg? Boah, ich muss mich selber erstmal hier wieder. Bilzerberg? Ja. Also, Nürburgring ist für mich echt wie zu Hause. Ich bin noch keine einzige Runde gefahren. Dann müssen wir das machen. keine einzige Runde Nordschleife gefahren. Wirklich, da drehst du durch. Ne? Als Beifahrer. Mein Neffe ist mit mir mitgefahren. Wir haben in dem Race Navigator gesehen, dass er Fuchsröhre ohnmächtig geworden ist. Echt? Ja, der ist kurz weggelegt und dann wieder gekommen. Krass. Aber schon so direkt auf den ersten Metern, krass wie das ist jetzt schwierig zu sagen, aber wie sauber das Ding einfach so fährt, ne? Ja. Also du rollst hier einfach nur so durch und man merkt aber schon irgendwie, dass der einfach schneller fahren will, ne? Ja, das liebe ich halt an Aro und so. Ja, wenn man dich so sieht, denkt man immer so, Alter, der Typ jetzt hier mit so einem GT3 durch die Gegend ballern, ne? Lässt es aber hier wirklich gleich angehen und selbst in solchen Momenten wie eben gerade, wo dann doch mal so ein bisschen Heck kommt und so, weil ein bisschen zu spät gebremst, Reifen noch kalt, hast du das halt schon immer unter Kontrolle, was man eigentlich niemals so denken würde. Also, es gab ein, zwei Situationen, wo ich denke, jo, ist was passiert? Ein bisschen schnell, aber die Reifen waren nicht warm. Aber jetzt haben wir die Temperatur, denke ich, erreicht. Jetzt nur noch Druck ablassen und dann geht's los. Der ist aber noch krank. In so einem Auto, so hier rumballern, wirklich. Also, Kamera halten, ganz komplett vergessen. Das ist hier definitiv nicht mehr, war schön so für die ersten Runden. Und bei den Temperaturen ist halt die GoPros auch immer, die fallen natürlich relativ schnell der Wegtemperatur aus. Aber so, du machst Luft und ich fixe die Kamera so mal. Und dann tauschen wir. Also ich habe wirklich vollstes Respekt vor dem Auto. Ich werde auf gar keinen Fall so fahren wie er. Aber einfach mal so langsam so ein paar Runden angehen, das will ich auf jeden Fall nochmal spüren.
Aber bei den Rennautos ist halt eine Klimaanlage schon doch immer echt geiler Luxus irgendwie, ne? Definitiv. Aber beim Trackday ist halt immer das A und O. Luftdruck. Harun hatte den hochgefahren auf 2,7, weil einfach warm. Jetzt 2,2 ist schon deutlich besser. So, und jetzt fahre ich. So, also ich muss wirklich sagen, das Auto ist natürlich eigentlich so gar nicht meine Liga, ne? Sowohl geldtechnisch als auch, aber es ehrt mich auf jeden Fall, dass ich hier mit Runde fahren darf. Und ich will es auch unbedingt fahren, ja. weil es fühlte sich einfach so geil an. Es fühlte sich so geil an, dass ich wirklich sagen muss, das scheppert schon. Du wirst sehen, ich fahre ganz anders als du. Also ich fahre deutlich, ich bin eher so der ruhige Fahrer, weißt du, so, klar, mit meinem eigenen Autos fahre ich auch immer anders. Ja gut, weil man muss halt definieren, was krass ist oder nicht. Ja, ja. Das Problem ist, das Auto wird vorgestellt auf einer Rennstrecke, die Kunden werden eingeladen auf die Rennstrecke. Alles hat was mit Rennstrecke zu tun. Dann bekommst du, bevor das Auto vorgestellt wird, mit Nürburgring, Rekordzeit, und hast du nicht gesehen. Guck wie Porsche hier sind. Ja, ja. Ja klar, die wollen so gefahren werden. Na, ganz ehrlich, wenn einer das jetzt wegen dem Werterhalt macht, ne? Ja. Kann es ja auch machen. Ich meine, das Auto wird ja natürlich nicht schlechter. Aber das ist ja das, was ich gerade bei Porsche so geil finde, ist, dass du den so fahren kannst. Ja. Und natürlich wäre er, wenn er jetzt nur in der Garage gestanden hätte, mehr wert. Ja. Aber trotzdem noch wirst du keinen Verlust an dem Auto hier machen. Ne? Nein, nicht unbedingt. Also warum soll das Auto hier weniger kosten, was ein anderes Auto in der Garage steht? Von außen so? Ja, klang auch nicht langsam oder sah auch nicht langsam aus, muss ich sagen. Wirklich krankes Auto. Ja. Aus der Box raus, erste Runde 1,46 glaube ich. 1,46? Erste Runde glaube ich gefahren, 1,46. Ja, 1,46. Ja, ich wollte gerade gucken, ob du noch zuhörst. 1,56. 1,56, sorry. Zweite Runde 1,57 und dritte Runde 1,55. So, aber so ein Auto mit dem Verkehr hier so, das muss man sich mal überlegen. Weil du hast selber als Beifahrer gemerkt, wie krass die Gehkräfte da schon drin sind, ne? Unglaublich. So, also Mausefalle, wie früh du da. Das ist krank. Du spürst deine Rippen. Du denkst dir, okay, die Rippen, die brechen dir gleich zusammen. Und egal wie
gut und schnell mein Auto fährt. Wenn du das erste Mal ein Auto hast, was halt richtig Gehkräfte hinkriegst, ist es immer noch mal ganz was anderes. Und das ist ja immer noch, der wird noch viel, viel, viel mehr können. Ne? Luftdruck war jetzt wieder zu hoch, aber wirklich, beste Auto, was ich jemals gefahren bin, was so schnell so geil fährt und auch so zuverlässig. Also gefühlt hätte ich noch, wenn Tank jetzt nicht leer wäre, hätten wir noch 30 Runden weiterfahren können. Ne? Er würde immer die gleiche Zeit abfahren. Ja. Ja, und ich bin mir auch ziemlich sicher, weil, das muss man auch immer sagen, du brauchst ja schon mit einem neuen Auto, ich sag mal, echte 8 bis 12 Runden, dass du wirklich richtig komplett drin bist. Halt, ne? So, ne? Also da ist noch so viel. Also du hast ihn gesehen, so viel Potenzial da. Also wo ich gefahren bin, bin ich ein bisschen aggressiver gefahren. Und wir hatten zum Beispiel da oben diese Rechts-Links-Kurve, da hat sich immer so einen kleinen Ausrutscher gehabt. Trotzdem weitergemacht, immer 1,55. Ja. Also das Auto verzeiht dir auch Fehler. Ja. Also irgendwo holst du ihn wieder raus. Nur, ich weiß nicht wo. Ja, aber das ist unglaublich. Schaut euch das Auto, also schaut ihr das Auto nur mal an. Würde der jetzt irgendwo auf der Straße stehen, da würde jetzt jemand mich fragen, ja, warst du gerade auf der Rennstrecke damit? Das ist wirklich niemals. So. Niemals, guck dir das mal an. Auch. Allein die Bremsen, guck dir genau. Das mal an. Keramik ist, ja immer, an? Keramik ist ja immer mit Rennstrecke so eine Sache, ne? Aber die sieht halt genauso aus, wie als heute Morgen ankommen ist. Richtig. Genial. Das ist wirklich krass. Muss ich wirklich sagen, also für jemanden, der das Geld über hat und einfach ab und an mal ein bisschen Rennstrecke fahren will, auf so einem Level, weil man darf nicht vergessen, wenn ich mit dem gleichen Reifen, mit dem X-Bow diese Zeit fahren will, das schaffst du niemals in so ein paar Runden. Also da musst du schon richtig, da musst du schon richtig mit arbeiten und richtig ackern. Und hier einfach reinsetzen, blick drauf los, 1,55 und fertig, ne? Schon krass. So, bei den Temperaturen, das ist wirklich warm. Und es ist ja nicht nur, dass die Reifen heiß werden, sondern das Ding hat ja auch weniger Leistung heute und so weiter. Ne? Ja. Wir hatten ein klimavolles Programm an wegen GoPros. Das, ne? Das schön. Was soll ich sagen? Danke, Aaron, hat mega Spaß gemacht. Lass dir gut gehen. Schaut bei dem Typen mal auf dem Channel vorbei. Oh, ja, auf jeden Fall, was wir machen müssen, wir müssen ihn mal zum Nürburgring bringen. Kommt, das wird genial. Du hast ja noch so ein BMW damit. Mal gucken. Richtig. Mega Spaß gemacht. Ja, danke für alles. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.